Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal. Friends, wir geben uns weiter. Mehr Stuff. Ich wollte sagen, wir begeben uns weiter auf die Reise. Aber wir geben uns noch mehr Stuff von Nina Chuba. Ich muss direkt sündigen. Ich habe einen Song alleine gehört, den ich sehr gut fand. Alles gleich habe ich alleine gehört. Da kommen keine Reactions zu. Den habe ich gehört. Den fand ich unfassbar stark. Hätte ich gerne jetzt Reaction gehabt. Ich sag's, wie es ist, aber ich fand den so stark, Mann. Und ich habe ihn leider so gehört. Der war in meinem, wie heißt denn das, in meinem Radio, bei Spotify war der drin. Und den fand ich so stark, Mann. Super starker Song. Naja, keine Reaction dazu leider. Deswegen dachte ich, scheiße, Mann, bevor mir das nochmal passiert, geben wir uns jetzt die restlichen Tracks, auf jeden Fall die deutschen erstmal. Wir geben uns jetzt nämlich neben mir, ja, neben mir. Ich bin super gespannt. Bis jetzt 3 von 3 Tracks von Nina Chuba. Fand ich, da wollen wir gar nicht hin, wir wollen hier hin. Fand ich super strong, ja, fand ich super strong. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob sie den vierten auch noch mitnehmen kann. Jetzt haben wir Feminello neben mir und Tracksuit Velour. 3 von 3, ultra strong. Neben mir, habe ich gesagt. Alles gleich. Jetzt haben wir neben mir. Wir werden sehen. Schreibt mal auf jeden Fall weiterhin gerne Artists rein in die Kommentare, die wir zusammen abchecken sollen. Aber auch gerne noch andere Tracks von Nina Chuba. Ich weiß nicht, ob es auch deutsche Tracks von ihr gibt, wo es kein Musikvideo zu gibt. Oder welche englischen wir uns dann geben sollen. Und ja, Mann, ich bin gespannt. Los geht's. Also Musikvideos sind jetzt echt alle High Quality, Mann. Wenn du schreibst, bin ich plötzlich immer planlos. Nimm mir Zeit für 1-2 Stunden Chaos. Und alles, was über Nacht bleibt, ist der Kater. Morgen stehe ich hier wieder allein da. Ja. Ich mag so ihre roughe Stimme einfach auch gerne, Mann. Sie hat so eine einzigartige Stimme. Meinen eigenen Film gefahren, immer fast forward, jetzt nur noch im Rückwärtsgang. Wann bitte, wann hat das hier angefangen? Wann bitte, wann hab ich mich verloren, Mann? Okay, dieses Wann bitte, wann war geil auf jeden Fall. Neben dir stehe ich immer so neben mir. Sag mir, wie schaffst du, dass ich meinen Fokus verliere? Aber ich glaube, der ist mir fast ein bisschen zu soft sogar von. Also ich hätte da schwierig. Da hätte ich mir noch einen härteren Beat vielleicht sogar gewünscht. Aber ich mag ihre Attitude, Mann. Ich mag ihre Attitude super gerne. Die rosa-rote Brille ist verstaubt. Trotzdem setzt du sie mir ab und zu noch auf. Oh, okay, das war eine coole Line. Okay, ey, also wie sie Sachen verpackt, so, das finde ich ultra schön. Das finde ich ultra schön. Also so, die Hook gefällt mir nicht ganz so sehr, muss ich sagen. Das ist mir ein bisschen zu soft irgendwie. Aber nicht ganz so soft oder ganz so ruhig wie dann zum Beispiel bei Alles gleich, was ja wirklich sehr, sehr ruhig ist und so sehr deep irgendwie. Sondern irgendwie, das ist mir dann so Mittelding. Ist nicht so. Ist nicht so meins, aber den Einstieg erstmal, den Flow fand ich sehr, sehr nice, den zweiten Part, aber eben auch textlich ist da manchmal echt sowas, das trifft's einfach so, wisst ihr? Die rosa-rote Brille ist verstaubt, trotzdem setzt du sie mir ab und zu noch auf. Out of fashion, aber du weißt ganz genau, wenn ich sie trag, kriegst du alles, was du brauchst, ja, ja. Ey, aber auch nice, manche Worte extra so anders betont, dass es reinpasst in den Flow, finde ich sehr angenehm bei ihr. Mann, ich wünsch mir jedes Mal, ich wäre stärker. Fühl mich jedes Mal danach ein bisschen leerer. Wann bitte, wann hat das angefangen? Wann bitte, wann hab ich mich verloren, Mann? Neben dir stehe ich immer so neben mir. Ja, ist mir nur ein bisschen zu soft. Hätte ich mir ein bisschen mehr Spice vielleicht gewünscht. Sag mir, wie schaffst du, dass ich meinen Fokus verliere? Vision so blurry für mich wie im Nebel mit dir. Baby, I'm sorry, aber das kann nicht funktionieren. Augen glasig, find mich grad nicht. Junge, also musikvideotechnisch ist es wirklich krass, finde ich. Auf was für ein Level wir uns hier befinden. Wann bitte, wann hat das angefangen? Liege wach, bis jeder Tag ist. Das ist ja auch ein geiles Albumcover hier. Wann bitte, wann hab ich mich verloren? Und ich frag mich, wo ich grad bin. Bitte sag mir, wo ich grad bin. Neben dir stehe ich immer so neben mir. Sag mir, wie schaffst du, dass ich meinen Fokus verliere? Es ist auf jeden Fall vibey und summery, finde ich. Aber trifft nicht ganz so
den Taste von mir tatsächlich irgendwie. Aber coole Mellow auf jeden Fall trotzdem. Baby, I'm sorry, aber das kann nicht funktionieren. Direct bei MG Video auch noch Shoutouts geben. Und ihr seht, wie fucking viele Leute daran beteiligt sind. Man merkt einfach, das ist wirklich highest Level, Mann. Das ist schon krass. Ultra stark produziert. Nicht allein gibt's noch. Nicht allein. Official Piano-Version. Ey, wir können uns auch ultra gerne Live-Auftritte und Piano-Sessions geben von ihr. Ich hab ganz bisschen von ihrem Splash-Auftritt gesehen. Da habe ich Tracksuit Velour habe ich noch mitbekommen. Sie war am, wann war sie denn beim Splash? Am zweiten Tag, glaube ich. Oder war sie sogar Opening Day am Splash? Auf jeden Fall war sie, ich glaube, zweiter Tag am Splash, erster Act, Mainstage. Und da habe ich halt, sind wir spät angereist. Ich habe nur noch Tracksuit Velour von ihr gehört. Aber das fand ich live sehr strong. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, neben mir ist jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, nicht so mein Taste gewesen, aber das finde ich völlig, völlig fein und sogar irgendwie auch schön, wenn nicht jeder Song irgendwie, keine Ahnung, 10 von 10 meinen Geschmack trifft. Aber trotzdem ultra stark produziert, ja. Sie hat eine wunderschöne Stimme. Die eine Zeile, die rosarote Brille ist zwar schon verstaubt, trotzdem setzt du sie mir ab und zu noch auf. Das war für mich die Highlight-Zeile irgendwie. Das war einfach sehr schöne Wortphonetik, hat mir sehr gut gefallen. Ja, Mann. Aber ansonsten, wie gesagt, der wird es, glaube ich, nicht in meine Playlist schaffen, leider. Ich bin aber sehr gespannt auf die restlichen Songs, die wir noch offen haben. Live-Performances eventuell, aber eben auch sowas wie Piano-Sessions. Und ja, einfach auch englische Mucke mal von ihr zu hören. Das, da bin ich gespannt. Hat sie den gleichen Style? Ist es ein ganz anderer Style? Ganz andere Richtung vielleicht? Ich bin sehr gespannt. Schreibt mir auf jeden Fall Songs von ihr in die Kommentare, die wir uns noch geben sollen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt bitte so fresh und so gut aussehen, wie ihr es seid. Bis dann und ja, ciao.